So. Ja, dann ab nach oben. Nee, 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 wir nehmen das Boot hier. Gucken Sie mal. Ach so. Hier ist ein Boot. Stimmt, da ist ja Luftabwehr, die ist ja aktiv, dann würden wir ja runtergeholt werden. Aber nicht vergessen, wir haben ja oben unseren Heli, ne? Wäre auch schön, wenn ich jetzt mal in das Boot kommen würde. Warum komme ich nicht ins Boot? Hallo, ich bin ins Boot. Ein Don't Enter Boot. Ich bin oben. Wie haben Sie das gemacht? Einfach vorne an der Spitze. Ah, Moment, stopp, hier war gerade Klettern. Hier. Da jetzt. Soll ich fahren? Ja. Okay, ich hab's geahnt. So, los geht's. Hör auf, hör auf, hör auf! Vielleicht können wir die Anlage auch mit dem Babababam wegmachen. Ich glaube, so eine Anlage kannst du nur mit wie heißt er? Sie meinen, den sehen sie immer versehentlich aus, Lohn. Weil ich immer die falsche Taste. Oh, das sieht schön aus, Grusa, hinten ein Nebel am Berg, über den Wäldern. Oh, geil, ne? Geil. Ja, da könnte ich doch glatt sagen, also vielleicht haben wir eine Überraschung für euch. Also. Jetzt sind sie mal ruhig, der spoilert schon wieder. Schon in der letzten Folge wollte er spoilern. Sie sind ruhig. Hier wird nicht gespoilert. Wenn es denn dann amtlich ist, werden wir drüber reden, würde ich sagen. Ich weiß, er freut sich schon, er freut sich schon. Ja. So, wir müssen mal gucken, aber wo das wir ist ein anderes können. Thema, Leute. Das ist ein anderes Thema. Eine andere Geschichte. Ich wundere mich, dass uns keiner erwartet hier. Ja. Wahrscheinlich sitzen die auch immer, lass sie erstmal kommen, die Idioten. Sierra Perdida. Perdida? Fahren Sie mal weiter rum. Ja, mache ich. Weil hier kann man so schlecht aussteigen und aufstehen. Stopp. Hier sieht gut aus. Hier gefallen mal. Hier ist gut, ne? Ja, das können wir hier hoch? Sollte. Das war mir wieder klar. Ach, war mir ja so. Sollte, aber ist nicht, ne? Oder? War auch klar, dass ich da nicht hochkomme, war auch logisch. Ach ja. Sind einfach zu klein. Was? Was? Wahrscheinlich kurze Arme wahrscheinlich. Ach so, ja, die Arme sind's. Das liegt immer an den Armen. Oh, hier ist ein Einjahr. Oh. Warten Sie mal, gucken Sie mal hier in den Bunker, ob da jemand drin ist. Ich gucke. Ich wundere mich, dass das hier so verlassen ist. Ja, es ist so eine Raritätsstätte, ne? Oh. Ist keiner drin, sind nur Teile. Ach ja, war ja klar, wenn es um Loot geht, ist er natürlich sofort. Ja, aber wollen Sie mit Metall? Schön, schönes Bild hier, muss ich sagen. Warten Sie mal, da machen wir doch eins. Warten Sie mal, ich drehe mich mal um. Ich könnte jetzt wieder in den Bleiben Sie mal da stehen. Könnt ihr wieder in den Fotomodus gehen? Das mache ich jetzt mal eben. Fotomodus, genau. Und dann machen wir einfach mal die normale Perspektive. Blenden das Interface aus und machen ein wunderschönes Foto. Lächeln. Alles klar. So, jetzt machen wir wieder Fotomodus beenden. Das sieht aber schön akzeptieren. Aus, weiter geht's. Sind das die Kanonen von Karl Varone? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Möchten Sie denn diesmal das kaputt machen da? Ja. Ich kann es ja mal probieren, aber ich höre diese Musik. Das heißt, hier sind welche. Mhm. Naja, ich meine. Ist das bei Ihnen immer so, wenn Sie Musik hören, dass dann jemand da ist? Mhm. Gucken Sie mal, ob Sie da oben auf der Leiter darauf. Ja, warten Sie, ich habe hier noch Benzinus. Ich habe das Uran gefunden. Oh, sehr schön. Ich nehme das mal mit. Ja. Wenn wir nach oben gehen. Aber ich glaube, hier ist nichts los. Ich bin oben. Doch, ich höre was. Naja, ich auch, aber... Ich höre Funkstimme, Funksprüche. Die Flugabwehr sehe ich. Ja. Die ist aktiv. Ja. Das ist das Einzige, was rot ist. Ja. Die Funkabwehr. Ich komm mal zu Ihnen. Was rede ich da? Die Funkabwehr. Was ist das? Die Funkabwehr. Alter, ey, was ist los mit mir, ey? Oh, das sieht auch gut aus. Ja, möchten Sie hier den.
Warten Sie mal, da drüben ist einer. Ah, da ist jemand. Ja, den mache ich mal eben, oder? Erledigt. Okay, ich versuche das mal. Ja, machen Sie mal. Wunderbar. Den möchten Sie denn hier auch das kaputt machen hier? Das hier? Hm? Ja. Wenn Sie mich so fragen, gerne. Warte, ich geh mal runter. Gut, dann kann ich ja meine Markierung wieder wegmachen, ne? Und weg ist sie. Ja. Ja, sie sind ein. Ja, schauen wir mal auf der Karte. Ist hier auch was? Nö, ich glaube, hier ist nichts. Nö. Nö, nicht, dass ich wüsste. Wir schauen mal auf der Karte, Leute. Ja. Wir sagen wollten, Sie mal wir was. Wir wollten doch nach oben da, zu dem anderen Ding da. Wir wollten also ganz nach oben. Ich fahr mal so ganz nach oben. Aber ich hatte doch noch was. Ich hatte doch noch da. Hier ist der beste Feind des Menschen. Die iranische Geschichte haben wir jetzt. Ja, das können wir ja immer noch machen. Aber ich möchte jetzt mal nach oben. Ganz nach oben. Leute, seht ihr, wie viel da noch schwarz ist auf der Karte? Das ist ja, unfassbar. Ja. So, irgendwo war das doch. Das war doch jetzt ganz rechts. Nee, Moment. Wo war das? Meinen die Satellitenstation Roca Pequena? Ja, wo war die? Ja, ein bisschen oberhalb von uns. Ein bisschen. Moment, was heißt denn ein bisschen oberhalb von ja, uns? Ja, Sie sehen noch Sierra Perdida und... Ach, ja, Moment, ich muss jetzt erstmal wieder in unsere Richtung Sierra kommen. In Sierra Perdida ist noch eine Schatzsuche. Sollen wir nicht dahin gehen? Moment. Ich muss jetzt erstmal in unsere Richtung kommen. Damit ich ungefähr weiß, wo wir stecken. Hier ist noch eine Schatzsuche, die können wir auch noch mitnehmen. Da. Na, warten Sie mal. So, wir sind jetzt da. Jetzt haben Sie gesagt... Oberhalb, diese Dingstation möchte ich noch wegmachen. Ja. Und die ist wo? Diese Funkstation. Ja, wenn die das war. Dass sie wissen, dass das diese Dinger sind, wo sie dann ganz viel schnell fahren müssen, ne? Ne, die meine ich ja nicht. Okay. Wir sind doch vorhin über so ein Dings rüber geflogen, ach, wo die, dann diese ja, die ist noch weiter oberhalb, aber. Ich sag mal, auf dem Weg wäre erstmal die Schatzsuche. Dann können wir weiter rüber. Na, ich habe eine Idee. Ja? Wir gehen mal dahin. Haben sie eine Kiste gefunden, okay. Ja. Die habe ich nicht. Ich glaube, die holen wir uns jetzt zuerst. Die habe ich schon oder habe ich nicht? Ich weiß nicht. 429 Meter. Ja. Wir gehen mal wieder zu unserem Boot. Und gehen dann zu unserem Harley. Nee, wir gehen zu dem Boot. Hm. Weil dann ist er da oben auf der anderen Seite. Stimmt. Und dann machen wir das mal eben schnell. Stimmt auch wieder. Oh, warten Sie mal, hier ist so ein Trike. Ein was? Ja, so ein Wassertrike. Jetski nennt man das auch. Ja, genau, sowas. Right, rechts frei, links frei und hinter uns frei. Ich würde sagen. Ja. Wir gucken mal hier so rum. Okay. Soll ich mal. Nee, kann ich ja jetzt gar nicht. Bin ich hier an einem anderen Schutz. Das sieht festungsmäßig aus. Das ist nicht dieses Prähistoriko, ne? Nee. Oder ist das da doch? Waren wir da nicht? Weil das ist dieses Prähistoriko. Wo kommen wir denn da? Ich weiß nicht. Gucken Sie mal, was wir hier gefunden haben. Was haben wir denn hier gefunden? Da siehst du doch so Alarm. Kontrollpunkt, ja. Dann nehmen wir den noch mit, oder? Ja. Ah, ich habe eine Idee. Ich glaube, die Idee haben sie auch gerade, ne? Was denn von oben runter? Ja. Wo kommen wir denn da hoch? Ach so, da rein. Ja, hier ist das gefährlich. Ach, hier ist nicht gefährlich, Junge. Oh, hier können wir was mitnehmen. Benzin und Müll und... Ich weiter nach oben. Komm, die schalten mal von oben aus. Die merken halt gar nicht, dass wir hier sind. Ja. Das ist ein Alarmus. Oh. Ein was?
Aua! Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Ich schieß doch gar nicht. Nee, ich meine den da. Den denn? Ja, der hier. Ah, den da. Den habe ich gemeint. Hier ist ja niemand. Niemand? Doch, da ist ja wo einer hinten. Hä, wo denn? Wo? Wo denn? Wo ist der? Unsichtbar? Hä? Ich seh den nicht. Ich seh den auch nicht. Aus dem Westen. Da sind sie doch schon. Ja, da kommen sie doch schon. Ich komme von allen Seiten. Da war das. Was soll denn das hier? Ey, was machst du? Vandale. Kann es sein, dass du dir den Arsch verbrennst gerade? Was? Wo sind die? Da? Wo sind die? Hier. Das war's. Ja, mal wieder. Wir müssen ja einmal wieder ein bisschen Chaos machen. Ja, aber wir müssen immer Chaos machen. Ja, wieder machen. Logisch. La Revolution. Okay. Den haben wir auf jeden Fall. Genau. Den Kontrollpunkt haben wir. Na, das Blöde an der ganzen Geschichte, ich habe den Vogel gar nicht gesehen. Mm. Und der stand unten irgendwo. Mm. Wir müssen wieder 50 Koop-Kills machen. Ja. Nur mal so nebenbei. So. Oh, das ist schön. Ja, wollen wir unseren Heli holen oder meinen Sie, der ist schon weg? Boah, sie geht doch hier. Oh, was ist das denn? Wer bist du denn hier? Oh, Granados. Alter. Wer schmeißt denn hier Granados? Wer hat denn jetzt da den Quad kaputt gemacht? Ich weiß nicht. Ich glaube, die haben Angst vor den Tieren, die hier sind. Ja. Die Kiste wollen wir noch eben holen, ja? Ja. Oh, da sind Hunde. Kommen Sie mal rein hier. Jo. Die Hunde tun noch nichts. Das sind Bluthunde. Ja, bestimmt. Hallo, es hört, ich komm später. Warum fahren Sie jetzt an der Kiste vorbei? Keine Ahnung. Aua, Sie haben mich totgefahren. Mir scheißegal. Das ist der Witz hier. Ich glaube, ich bin hier. Ich hab dir mal geholfen. Da kommt noch einer. Danke. Ja, gerne. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Hier, kommen Sie mal her, nehmen Sie auch mal die Kiste, komm. Ich darf auch mal. Ja, ja, damit Sie was zu tun haben. Oh, danke. So, Kiste haben wir. Genau. So, und jetzt nehmen wir doch die Schmatzsuche mit. Die Schatzsuche, genau. Da müssen wir aber unseren Heli wieder haben, ne? Ja, wir fahren da jetzt erstmal hin. Zum Heli.
Nein, wir fahren jetzt dahin. Ja, gut. Dort ziemlich weit. Ach, stopp, ich muss das ja markieren, ne? Ja. Da. Markierus gesetzt. Oh, dann wollen sie nicht immer mit dem schönen Wagen, ich meine. Ja, mit dem Humphy. Nee, der da unten, der. Ja, Moment, irgendwie habe ich da aber falsch hier markiert. Warten Sie mal. Nehmen Sie mal Ihre Markierung weg. Bitte. Warten Sie, ich nehme meine Markierung weg. So. Weil da kann ich das nämlich besser. Dann ist das nämlich einfacher. Da, das wollen wir haben. Genau, das wollen wir haben. Da. Wer ruft hier? Hinter dir sind so ein paar Spacken. Keine Spacken. Doch, das waren Spacken. Nein, keine Spacken. Doch, das waren Spacken. Nee, nee. Ja, unser Kontrollpunkt. Jawohl. Achtung. Mach weiter so. Super Arbeit. Halte durch. Vorsicht hier. Stopp, stopp, stopp. Hey, weg damit. Los. Hey, du bist... Aua, warum... Das. So, darf ich euch mal helfen? Gracias. Bitte. Ningún problema. Kein Problem, Freunde. Entschuldige, dass ich mit der Backknarre gezeigt habe. Alles gut. Wir können weiter. Este lugar es una desgracia. Ja, ja. Muchas, muchas. Heißt das so? Bitte, bitte. Keine muchas Ahnung. Gracias. Kommt mir alles so bekannt vor hier. Ja, wir haben auch schon einiges hier geschafft. Ne? Ob wir hier schon mal gewesen sind. Jetzt hier links hoch, da haben wir mal eine Mission gemacht. Ja, war mir so. Das stimmt aber wenigstens. Ja, man ist ja immer so erpicht da drauf, die Karte komplett aufzudecken. Ah, ne? Stopp mal. Können wir da nicht... Oder fahren Sie weiter, fahren Sie weiter. Ich denke mal, wir kommen da auch rum. Sonst wird das ja auf der Karte nicht angezeigt werden als Ziel. Ja, korrekt. Als Reiseroute. Was muss ein Pferd in Ruhe? Haben sie schon Angst gehabt? Ja, ich habe gedacht, die knallen den Soßen ab. Savannah. Ein Tracker! Tolle Hub. Was ist das denn hier rechts? Hm? Was ist rechts? Ich weiß nicht. Fahren Sie weiter. Später. Zum später sagen wir, zum Peter sagen wir später. Das wird schon wieder dunkel. Oh, warten Sie mal hier links. Ist irgendwas. Der braucht Hilfe. Hä? Wir helfen ja gerne. Ich bin zu Hause bei meiner Familie. Hast du Familie? Kinder? Das geht sich nichts an, ob sie. So. Gracias. Ah, gerne. Alles klar. Mein Gott, so sozial eingestellt, ey. Unfassbar, die rettet jeden den Arsch. Unglaublich, unglaublich. Chica sin pausas, Radio Verdad. Ja, ich habe auch noch eine soziale Ader, Herr Hox. Wieso war denn jetzt gerade Ihr Radio an? Ich weiß nicht. Vielleicht sind sie mit ihrem langen Nagel da dran gekommen, oder? Was für ein langen Nagel? Fußnagel, oder? Ich glaube. Verstehe ich jetzt nicht. Verstehe die Frage nicht. Ich möchte sie gar nicht verstehen. Ja. Sind wir schon da? Nee, noch nicht. Ich frage mich gerade, wo der mich hier hinführt. Hier links. Hier, den Krabbentyp, den gehen wir doch. Ach, stopp. Wieder ihren Freund gefunden, ne? Den Krabbenmenschen.
Hier, mein Freund, der Baum. Hm. Ist tot. Du willst hier oben bedanken, der Baum. Da oben hoch. Hm. Oder darauf. Nee, da oben hoch. Oder darauf. Nee, da oben hoch. Hier fliegen schon wieder irgendwelche Viecher rum. Das sind Flugsaurier. Hm. Prähistorisch, verstehen Sie? Sie sind ja nicht in Jurassic Park. Kommt mir aber so vor. Ja, ich meine, wenn man sich sie so anguckt. Was soll das denn heißen? Genau. Habt ihr das jetzt verstanden? Also, ich weiß nicht, was selbe da meint. Ich verstehe die Frage wieder nicht. Können Sie das nochmal wiederholen? Das ist... Oh. Oha. Soll das? Ich hab sie nicht gepiekst. Ja, sie wollten aber. Nein. Natürlich. Nein, jetzt sind nein, sie doch nein, nichts. Nein, ich hab nicht. Doch, sie haben das vorgehabt. Ja, da läuft man mit ihnen durch das Unterholz hier und sie wollen mir erzählen, hier ist noch eine Kiste. Oh. Hier ist noch eine Kiste. Echt? Wo denn? Ja, kommen Sie mit. Kommen Sie, ich hole Ihnen jetzt die Kiste. Die haben wir wahrscheinlich schon, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber ich noch nicht. Da ist die Kiste drin. Die da Kiste ist in der Kiste. Und die. Moment. Nutzen. Jo, da ist Hallo? Hier ist die Kiste. Und die Kiste. Was ist denn hier? Schrott? Das ist eine Tür, die ist verschlossen. Ah, ist das Schrottos? Trick. Hier ist die Schatzsuche, deshalb. Da kommt. Ja, Momentos. Hier ist auch die Kiste drin, ja, ne? Ja. Kann das sein? Das ist die Schatzsuche, Freunde. Genau. Und die zeigen wir euch beim nächsten Mal. Haha, gemein. Ciao. Tschüss.